Schiedsrichter Alexis Ponet aus Belgien, einer der international erfahrensten Schiedsrichter, über 50 internationale Einsätze. Ein Handelsdirektor aus Brüssel, der vier Sprachen spricht, kein Spanisch, dafür aber Deutsch. Und da müssen sich die Uerdinger vielleicht ein bisschen vorsehen, denn er versteht alles, was sie sagen. Atletico hat zwar alle Auswärtsspiele gewonnen, aber die Mannschaft gilt als heimschwach. Die Aufstellung von Uerdingen, sie hat sich auf die Heimschwäche von Atletico eingestellt. Pollack, Dämgen mit der 2, 3, Edvaldson, W. Funkel mit der 4, Herget die 5, 6, Klinger, 7, Bommer, 8, Feilzer, 9, Gudmundsson, 10, Peter Funkel und mit der 11, Franz Raschid. Nun die Aufstellung von Atletico Madrid. Filiol im Tor, der argentinische Nationaltorwart. 2, Thomas. 3, Clemente. 4, Arpes. 5, Ruiz. 6, Vieto. 7, Cabrera. 8, Kike. 9, Da Silva. 10, Landaburu. Und 11, Marina. Das ging ein bisschen schnell, meine Damen und Herren, da diese Einbindung. Ich werde die Namen im Laufe des Spiels sicher einige Male wiederholen. Im Team von Atletico, wie gesagt, 3 Ausländer. Der Torwart ein Argentinier, zwei Nationalspieler aus Uruguay. Aber auch die Mannschaft von Uerdingen hat sich etabliert, international nicht zuletzt. Dank dieses Superspiels gegen Dynamo Dresden, auf sie muss ich nicht verstecken. Karl-Heinz Feldkamp hat ein bisschen umgebaut gegenüber den letzten Spielen. Hat ein sehr starkes, ein sehr breites Mittelfeld aufgestellt. Mit klarer Aufgabenverteilung für Offensive und Defensive. Nominell nur eine Spitze, Gudmundsson, aber da wird aus dem sehr offensiv besetzten Mittelfeld einiges zu erwarten sein. Er will Atletico sehr früh stören, abfangen, so früh wie es geht, denn er weiß, dass die Mannschaft nicht sonderlich heimstark ist. Wie gesagt, von 3 Heimspielen nur eines gewonnen im laufenden Pokal. Funkel und Herget, bitte Funkel, Matthias Herget. Ah, da hat er schon ein schönes Tor gemacht. Matthias Herget aus Freistößen und Jaime Filiol. Nationalspieler, der einzige aktuelle spanische Nationalspieler im Team von Atletico. Weiter Einwurf. Und Cabrera. Ich glaube, dass er von Dämgen getroffen worden ist. Bin mir nicht ganz sicher. Schaut schnell zum Schiedsrichter. Hier die Wiederholung. Jetzt gehen beide zum Ball. Ja. Foul von Rudi Bommer und Freistoß. Arpetsche war das. Jetzt müssen sie angreifen. Da Silva. Wolfgang Funkel. Der Rückpass. Landaburu mit einem vollen Linksschuss und ebenso gut, nachdem sie eine halbe Stunde lang so gut wie nichts tat. Und Pollack. Da Silva. Noch immer Kike. Oh! Die vierte große Torchance. Doch klar im Zeichen von Atletico. Mit 3 dicken Torchancen. Freistoß. Wolfgang Funkel. Die letzte Minute. Wolfgang Funkel, der da glänzend aufgefallen. Rudi Bommer. Ja, schade, hat der Funkel zu spät gesehen, der ganz frei auf der anderen Seite stand. Friedhelm Funkel. Da haben wir ihn, Funkel. Der kann Tore machen. Ah, ja, schade, Außennetz. 3 Treffer hat auch er im laufenden Europapokal erzielt. Vielleicht die letzte Aktion
vor dem Halbzeitpfiff. Cabrera. Marina läuft in der Mitte frei, da Silva. Und Pollack, der im richtigen Augenblick herauslief. Den Gegner stellte sehr schön von Werner von. Matthias Herget. Ich glaube, der schießt. Ja. So, und dann haben wir den Halbzeitpfiff durch Alexis Poné. 0:0 der Pausenstand im Stadion Vicente Calderón. Weder bei Uerdingen noch bei Athletik. Also sollte man keine Zweikämpfe verlieren. Marina neben Landaburu, vielleicht der auffälligste Spieler. Da ist er wieder, Marina. Und erneut Werner Voller. Das Mann ist aus Belgien. Edvaldson steht da auch. Er gut 1,85 groß. Und Rudi Bommer. Die zwei. Rudi Bommer, kein Abseits. Müsste es alleine machen. Ja, hat schön auf den kurzen Pfosten gezogen. Die dritte Bommer-Chance. Kämpfen Stand 2. Ja, so einen Ball darf man nicht verlieren. Und der Gegenangriff über Atesch. Da Silva. Die erste gute Chance für Athleten. Julio Prieto. Und immer wieder Landaburu, der sich schön zurückfallen lässt, immer wieder anbietet. Boa da Silva. Kike. Marina. Landaburu, da Silva, Marina. Und fast vom Tor. Oh, eine unglückliche Situation. Für Uerdingen, ich glaube, der Torschütze war Julio Prieto, der Mann mit der Nummer 6, wenn ich mich nicht. Satan habe, ja, es war Prieto. Vom Innenposten ins Tor. Wir schreiben die 78. Minute von LS Weiterspielen. Ein wunderschöner Schuss von Kiel. Folgt ja ein bisschen die Ernüchterung, aber es wartet ja das Rückspiel in der Grotenburg-Kampfbahn. Und die Chancen sind nach dem 0:1 aus Uerdinger Sicht durch das Tor von Julio Prieto in der 78. Minute. Nach wie vor nicht schlecht. Von einem kampfbetonten Spiel, das nicht sonderlich reich an Höhepunkten war, aber Uerdingen alle Chancen für das Rückspiel offen lässt. Direkt nach Schlusspfiff Karl-Heinz Feldkamp und Werner Vollack bei uns am Mikrofon. Herr Feldkamp, 0:1 hört sich eigentlich knapp an, aber dennoch ist das kein Ergebnis, das für das Rückspiel allergrößte Hoffnungen wecken lässt. Oder sehen Sie das anders? Oh, ich glaube, so überheblich sollten wir schon sein, dass wir sagen, wir sind ja auch in der Lage, bei uns ein Tor zu machen. Und ich glaube, die Situation in der ersten Halbzeit war sehr ausgeglichen, dass wir hier unter Druck kamen in der zweiten Halbzeit, das musste nicht unbedingt sein. Aber ich finde, wenn man 1:0 auswärts verliert, warum soll man da nicht den Mut haben, weiterzukommen? Was sagen Sie zu der Härte? Ich glaube, Wolfgang Funkel hat so viel einstecken müssen wie manche andere in mehreren Spielen nicht. Ja, ich finde, es ist nach dem Spiel immer schwer, darüber zu urteilen. Ich hoffe nur, dass die Spanier, wenn sie ähnlich angefasst werden, das so wegstecken wie wir. Ich finde, wir haben uns hervorragend verkauft. Wir haben ohne Revanche faul gespielt und der Schiedsrichter hätte das ein oder andere frühzeitig unterbinden müssen. Was sagen Sie zur Leistung von Werner Vollack?
Ich glaube, der Werner steht daneben. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass wir einen erstklassigen Torwart zurzeit haben. Und das, was er heute gehalten hat, beweist das, was er in den letzten Wochen für uns getan hat. So kann man auch das nächste Spiel gewinnen und so kommen wir auch weiter. Ja. Werner Vollack, was Ihr Trainer sagt, stimmt. Sie haben in den letzten Wochen immer unwahrscheinlich gute Leistungen gezeigt. Sie sind der Rückhalt der Mannschaft. Wo nehmen Sie diese Nervenstärke her? Denn es war ja, glaube ich, nicht so leicht, hier heute in diesem Hexenkessel zu spielen. Na nun, ich meine, ich bin auch mittlerweile 31 Jahre alt. Das macht mir natürlich nichts aus, hier vor Publikum zu spielen. Aber was ich noch sagen wollte, ich bin nicht der Meinung, dass wir hier schlecht gespielt haben. Wir haben bis zum Gegentor haben wir sehr diszipliniert gespielt. Und dass wir hier unter Druck geraten, das war uns vorher klar. Nur ich sehe die Chancen fürs Rückspiel. Ich bin in guter Hoffnung, dass wir das Rückspiel gewinnen mit 2-0 und dann ins Endspiel kommen. Aber wenn Sie nicht im Tor gestanden hätten, wäre es glaube ich nicht 0-1 ausgegangen. Ah nun, ab und zu muss man mal einen halten, ne?